Seine Mutter war eine Prinzessin, sein Vater ein Barbar. Ator, Herr des Feuers. So lebt er also immer noch, der Sohn des Thorn. Verflucht seien seine Tage. Vorwärts, meine schwarzen Krieger! Doch er kam, um zu rächen. Tötet diese Mörder! Herr des Feuers. Ich will seinen Kopf. Bring mir seinen Kopf, hörst du? Du warst es, der mich hierher geführt hat, Griba. Nur der Sohn des Thorn konnte mir helfen, meine Macht wiederherzustellen. Nun werde ich wieder der sein, der ich früher war, der hohe Priester der Spinne. Dies, Arthur, ist der Wille des großen Geistes. Ja! Er besiegt Dämonen, Urwelttiere und Naturgewalten. Ich werde dich zerquetschen wie eine Kröte. Arthur, Herr des Feuers. Ein Film wie ein Donnerschlag.